Achtung, Sie kommen. Schicken Sie es gleich weiter. Wollen Sie es nicht einmal lesen? Wozu? Unserer Polly vertraue ich doch blind. Cherie, ich wollte dir den Tag ein wenig versüßen. Max, du bist so lieb. Aber das mache ich doch gerne, mein Schatz. Herr Adler, Sie können richtig stolz sein auf Ihre Gattin. Wie sie das alles unter den Hut kriegt, Spitzenjournalistin, Ehefrau und Mutter. Ich bin wirklich verdammt stolz, dem Mann einer so starken Frau zu sein. Mama! The sky is above the blue. Mama! 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 Mama, wach endlich auf, wir haben verschlafen. Was? Du bist hier die Mutter, eigentlich solltest du mich aufwecken. Das sei nicht so spießig. Morgen überhaupt. Oh Gott, schon so spät. Sag ich doch. Gedächtnis funktioniert doch. Magst du denn eigentlich gar nicht mehr den Papa? Gerisi, es ist noch so früh am Morgen. Na, endlich meine Nerven. Also wir sind auf der Shitliste vom Alten ohnehin schon ganz oben. Picasso der Küche? Was für ein widerwärtiges Geschleime. Typisch Granier. Was ist das? Das ist die Geschichte, die mich, uns, endlich wieder dahin bringt, wo wir hingehören. Und zwar? Auf das Cover, Pussy Bear, wohin denn sonst? Bist du sicher, dass der Alte uns die Silberstein frisst? Entschuldigung? Die ist in 23 Sprachen übersetzt. Du sprichst mit niemand, außer mit mir. Naja, aber wirkliche Bestseller hat die auch nicht geschrieben. Lo, ich habe diese Publicity, die geilen Tussis mit ihren aufgespritzten Lippen bis daher. Wer mit wem und dann warum plötzlich nicht mehr, das interessiert doch keine Sau. Ich bin jung und ich brauche dieses Geld und du mit deiner Ex-Ehemann. Das ist erledigt. Vielmehr der Max ist für mich erledigt. Ich habe alles im Griff. Bin drüber hinweg. Vertrau mir. Und deswegen wird mich Katja Stürm verstärkt unterstützen. Frau Stürm ist ab heute meine Executive-Producerin. Das heißt auf gut Deutsch, dass sie sich beim Blattmachen noch mehr einbringen wird und ihr euch gefälligst an ihre Abgabentermine und Anweisungen zu halten habt, ja? Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, bin mir aber auch der Verantwortung bewusst, die mit dieser neuen Position verbunden ist. So, das war's auch schon. Das nächste Heft, Frau Adler, bitte. Wir haben ein Interview, besser gesagt, das Interview mit Kathi Silberstein. Das ist sicher sehr spannend. Mhm. Ne? Aber wohl eher für die Zielgruppe Germanistikstudenten im 27. Semester. Hm? Anatole, ich verstehe Sie nicht. Kathi Silberstein, die hat doch seit mehreren Jahren überhaupt kein Interview mehr gegeben. Sie ist schwer depressiv und spricht ganz offen darüber, und zwar mit mir. Wir werden jetzt schon wieder schwer, Kollegin Adler. Und unseren Lesern sicher auch. Gibt's nichts Peppigeres? Heute Abend wird doch das Meisters neu eröffnet. Ja, bestens Polly. Das ist doch ein Promi-Auftritt der Sonderklasse. Der Meister ist doch gar kein Koch, der ist ja angeblich ein Genie. Der hat ein Ego so hoch wie der Stephansdom und ist größtenwahnsinnig. Wenn das schon durchgeht als Genie... Polly, muss ich Ihnen das erklären? Die Menschen da draußen lieben Aufsteiger-Stories. Vom Küchenlehrling zum Gastromillionär. Und das ganz aus eigener Kraft, ohne fremde Hilfe. Kleiner Einwand. Seine Frau braucht auch viel Kraft. Ohne die wäre er nicht dort, wo er heute ist. Ja, die kann ja von mir so auch vorkommen. Gut, dann plane ich schon mal 3 Seiten ein. Abgabe Dienstag. Gut. Innenpolitik. Was haben wir da?